Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir eine Lidschattenpalette testen. Neu ist die nicht. Das ist von Love, die iVotion Lidschattenpalette. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist der 27. März. Ja, die Schminkis werden bei mir tatsächlich immer ein bisschen vorgedreht und weil ich halt immer jetzt, wenn ich mich schminke, euch mitnehme, aktuell, wenn man Stimmen hört, vielleicht hört man sie im Hintergrund, ich hoffe nicht. Mein Freund ist nämlich heute im Homeoffice und ich habe einen Tag Urlaub, beziehungsweise zwei, ich habe Freitag und Montag Urlaub, Resturlaub aus 2019, läuft bei mir. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich setze mich hin, schmink mich ein bisschen und danach wollte ich gleich ein bisschen die Sonne genießen, denn es ist so herrliches Wetter draußen. Und du kannst in diesem Video übrigens auch was gewinnen, ich laber und laber. Und zwar von VH Cosmetics, die Glam Reflection Lidschattenpalette. Die hole ich mal aus ihrer Pappverpackung raus. Die konnte ich damals noch im Sale ergattern. Das finde ich ziemlich cool. Und dieses Mal in diesem Video verlosen. Das ist eine sehr smokige Lidschattenpalette. Hat wirklich coole Töne, Schimmertöne, matte Töne. Aber halt alles ein bisschen dunkler unterwegs. BH Cosmetics hat eine super Pigmentierung. Richtig cool. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht ganz einfach unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Da habe ich dir auch alle Produkte verlinkt, die ich jetzt zum Beispiel nicht im Video gezeigt habe, was ich jetzt so auf dem Gesicht trage, was ich nachher noch aufs Gesicht geben werde. Und genau. Was man gegebenenfalls auch im Hintergrund hört, sind Hochdruckreiniger, Rasenmäher. Die Leute sind alle in ihren Gärten und machen frühjahrsmäßig jetzt alles schön. Ich denke, dass ich, auch wenn ich mich jetzt krass schminken werde, nachher noch in den Garten gehen werde eben, weil ich einfach Bock drauf habe. Genau. So, die iVotion Extended Vibes Edition, die Schattenpalette, habe ich bei Love im Online-Shop selber bestellt. Du hast hier so ein Viech drauf, Unleash Your Inner Power. Und das hier sind die Töne. Das sind wirklich sehr, sehr coole Töne, finde ich. Und das wird ein dunkler Look, denke ich. Ich versuche es nicht allzu dunkel zu machen. Ich habe sie schon geswatcht, aber ich habe sie noch nicht auf den Augen getestet, glaube ich. Spiegel ist auch mit dabei. Da ist sogar noch die Folie drauf. Ich habe dadurch, als ich die Lidschattenpalettensammlung gezeigt habe, nämlich bemerkt, dass ich einige Paletten noch nicht verwendet habe. Das wollen wir ändern. Zuallererst nehme ich mir einen etwas dickeren, festgebundenen Blendepinsel und gehe hier in den Ton Spirit. Da kriegst du natürlich Kickback in eine Palette, weil das ist festgebunden. Ne? Das lässt sich nicht ändern. Den Spiegel, der verzerrt ein bisschen. Den finde ich nicht hundertprozentig. Da hatte ich jetzt von anderen Marken jetzt andere Spiegel in den Paletten drin, die ich besser fand. Ich bin tatsächlich auch ab und zu im Homeoffice. Ich wechsle mich da mit meiner Kollegin ab, dass wir teilweise in der Firma sind, teilweise sind wir dann im Homeoffice. Einfach weil wir, beide sowohl in der Firma sein wollen. Eigentlich wollen wir beide in der Firma sein. Eigentlich wollen wir auch zusammen in der Firma sein. Und eigentlich vermissen wir das auch, zusammen in der Firma zu sein, aber wir dürfen das nicht. Das ist ziemlich nervig, aber da kommst du nicht drum rum. Das Geschäft muss weitergehen und alles muss ja auch irgendwo safe gestaltet werden. Aber es gibt ja Skype. Das heißt, wir quatschen dann täglich halt immer über Skype. du hast hier fast nur Schimmerfarben drin. Und ich glaube, Spirit, also der, den ich jetzt verwendet habe, und der Ton Soul, Seele, der hier unten, das sind die einzigen halbwegs matten Farben. Und jetzt nehme ich mir Soul mit diesem abgeschrägten Pinsel auf. Der schimmert auch ein bisschen, aber nicht so mega dolle. Oh, abgeklopft und es ist einfach alles weg. Okay, dann nicht abklopfen. Und in die Lidfalte. Es wird jetzt interessant, ob ich mit dieser Palette einen Frühlingslook hinkriege. Weil es ist ja Frühling und ich möchte einen Frühlingslook. Ich habe Lust auf Grün, glaube ich. Oder möchte ich eher ins Kühle oder mehr ins Warme? Eigentlich zum Oberteil würde jetzt ja was Kühles passen. Zum Wetter aber was Warmes. Opportunity finde ich richtig schön. Diesen Orangeton, da habe ich irgendwie Bock drauf. Aber auch auf Clarity. Das ist dieser Grünton. Kann man eigentlich sogar fast schon richtig gut kombinieren. Wollen wir das mal ausprobieren? Och, warum nicht? Okay, dann gebe ich mir Clarity nach außen. Da gehe ich hier mit so einem Smudger-Pinsel rein. Das ist so ein ganz kleiner Smudger-Pinsel aus dieser Essence Disney Limited Edition. Hab da auch schon direkt was auf dem Pinsel. Das probiere ich mal außen hinzusetzen. Kommt schon was. Tupfe ich mehr, als dass ich das streife. Oh, ich finde die Farbe richtig schön. Ist auch richtig schön metallisch, ne? Wow, die kommt gut. Und das ist also nur mit dem Pinsel aufgetragen.
Und die ist super buttersoft. Na, wenn man mit dem Finger reingeht, da war ich ja mit dem Finger auch drin, ist das soft ohne Ende. Und mit dem Pinsel auch, da musst du ganz vorsichtig reingehen, um das Fännchen nicht kaputt zu machen. Also man streichelt sich fast schon die Farben auf und das finde ich super angenehm. Ich meine, Love ist ja eigentlich Drogeriequalität, das darf man nicht vergessen, ne? Das finde ich wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Boah. Boah, wenn die Sonne auch so drauf scheint, das reflektiert so geil. So, Pinsel am Handtuch, was neben mir liegt, sauber machen. Einen Schluck Kaffee trinken, weil der steht hier. Mm. Die Tasse gab es übrigens letztens mal bei zu Royal mit dabei, als ich da bestellt habe. Home is where my dog is. Steht da drauf. Da. Cool, ne? So, dann versuchen wir jetzt mal das Orange quasi auf die andere Seite, also quasi auf die andere Fläche des beweglichen Lides zu packen. Das ist hier Opportunity, also Möglichkeit. Mal gucken, ob uns eine entsprechende Möglichkeit gegeben wird, den Look harmonisch zu gestalten. Boah, dieses Pigment. Weil eigentlich sind Orange und Grün ja nicht die allerbesten Freunde, aber... Ich mag's. Das ganz innere Drittel lasse ich ein bisschen frei, weil da kommt nachher noch was Helleres rein. Dann lasse ich das Orange auch so ein bisschen ins Grün laufen. Oh, ist das schön. Oh Gott. Ja. Auch die Farbe streichel ich richtig auf mein Lid drauf. Also die Farbkombi hätte ich jetzt so, ne, eigentlich nicht gewählt, aber das gefällt mir voll gut. Jamaika oder so, ne? Weiß ich nicht. Okay, jetzt möchte ich in den Innenwinkel die Farbe Light geben, oder? Ja, die sieht eigentlich schön hell aus. Ja, nehmen wir Light. Das ist dieses hier. Das hat auch so ein Rosé-Stift mit drin. Hat aber auch so silberne Schimmerpigmente auch mit dabei. Das setze ich mir zum einen hier noch auf das letzte Fitzelchen vom beweglichen Lid. Oh ja. Zieh das hier natürlich auch so ein bisschen mit hoch. Und dann... Oh, jetzt bin ich in die falsche Farbe rein. Nein. Oh, Mensch, Leute, wir müssen noch aufpassen. Und dann nochmal in die Farbe Light für den Innenwinkel. Passt jetzt nicht so hundertprozentig, weil es halt wärmer ist und die anderen beiden sind... Weiß ich nicht. Oder irgendwie, vielleicht passt es genau deswegen. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie geil. Ja. Und jetzt nehme ich mir den Pinsel vom Anfang, womit ich gesettet habe, gehe damit in Soul rein, womit ich meine Lidfalte ausgeblendet hatte. Und, ja, klopft doch ein bisschen ab. Und vertiefe noch ein bisschen die Lidfalte. Ich versuche nicht an die Schimmertöne zu kommen, weil die sind von der Höhe gerade her echt perfekt gesetzt. Weiß, Eigenlob stinkt, aber es gefällt mir gerade sehr gut. Und die können sich halt gerne dann da so absetzen und nicht quasi rüberfließen. Das gefällt mir gerade einfach sehr gut, weil wenn ich das jetzt richtig verblenden wollen würde, müsste ich irgendwie auch einen dunklen Ton nehmen. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass es gerade so soft ist. Dass es jetzt nicht direkt mit der Haut abschließt, sondern halt schon noch mit einem Verblendeton. Aber so gefällt mir das einfach und so möchte ich das gerade einfach lassen. Ja. Ja, dieses Rosa im Innenwinkel, je nachdem wie das Licht reinfällt, aber hauptsächlich sieht es rosa aus, ist mir doch irgendwie ein bisschen zu rosa, weil das sieht schon wieder krank aus, ne? Als hätte ich irgendwie eine Augenentzündung oder so. Das möchte ich nicht. Aura, vielleicht das Gold? Komm, wir versuchen mal das Gold da drüber. Okay, krass. Ja, kann funktionieren. Gehe ich auch wieder hier mit dem Smudger rein. Das ist halt dieser Ton, ne? Der ist ein bisschen gröber vom Glitzer her. Den setze ich da jetzt einfach, ja, als Topper so ein bisschen drüber, dass das halt ein bisschen einen wärmeren Shift noch bekommt. Besser, ne? Ich finde es besser. Also so ist jetzt mit diesem Topper drüber und so ohne. Ja, der Topper ist gut, weil das passt ja auch zum Orange und zum Grün eigentlich auch. Das heißt, irgendwie verbindet das alles. Dadurch, dass ich ja auch so sanft diese Farben auftrage und immer nur vorsichtig reindippe und das dann vorsichtig auftrage, und vor allem auch eher tupfe als reibe, habe ich auch kein Fallout. Das finde ich richtig geil gerade. Der untere Wimpernkranz. Boah, was ist das bitte für eine Farbe? Vibration ist ja hammerhart. Den hätte ich mir in den Innenwinkel setzen sollen. Sieht man den? Jetzt sieht man den. Der ist krass, oder?
Ja, wobei, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, das ist so ein typischer Ton, ne? Entweder braun oder so lila schimmernd. Nee, ich glaube, das wäre nicht für den Innenwinkel geeignet gewesen. Das wäre dann zu dunkel geworden. Aber vielleicht am unteren Wimpernkranz. Oh, wollen wir das mal probieren? Hab ich Bock drauf. Okay, wie gesagt, das ist dieser Ton, Vibration. Nehme ich hier mit so einem Mini-Smudger-Pinsel auf. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Also der Pinsel greift das Pigment extrem gut. Dann gebe ich das da mal drunter. Sieht man nicht so wirklich, ne? Schade. Ich habe mir den jetzt ja auch sehr, sehr nah am unteren Wimpernkranz aufgegeben. Also ein bisschen sieht man den. Aber das ist, ich glaube, für den unteren Wimpernkranz einfach ein bisschen zu hell. Da nehme ich was Dunkles für. Und zwar nehme ich Opulence. Das ist dieses Schimmerlila Tönchen. Das sieht jetzt, ich weiß nicht, ist ja nicht auch zu hell. Mal gucken. Ja, der passt einfach dann auch dazu. Der dunkelt das ein bisschen auf. Und nach ganz außen am unteren Wimpernkranz gebe ich mit den Ton Wisdom. Nee. Harmony. Den hier. Das ist so ein schöner dunkler Pflaumeton. Aber das nur so ganz außen. Und auch nur so ein bisschen. Den siehst du auch nicht viel, aber das ist einfach so ein bisschen für Abdunklung und so. Also, doch, man sieht den wohl. Doch, man sieht den, ne? Ja. Ja, und so sieht das dann alles auf den Augen aus. Ich finde das ziemlich schön. Wirklich schön. Und jetzt mache ich mir noch Eyeliner und Wimpern, also Mascara drauf. Und dann gucken wir uns das Ganze mal in komplett an. Aber boah, mir gefällt das. Und obwohl das halt quasi fast nur eine Palette ist, die aus Schimmertönen besteht, kann man daraus definitiv einen richtig geilen Look machen. Och ja, doch. Das sieht sehr frisch aus, sehr frühlingsmäßig, sehr grün. Und dann kann ich mich nachher schön tarnen, wenn ich im Garten sitze und Unkraut zupfe. Nein, also wirklich, die Lidschattenpalette hat mir richtig, richtig gut gefallen. Jetzt kannst du dir das mal aus der Ferne anschauen. Naja, was heißt aus der Ferne? Aus der normalen Entfernung, wie meine normale Kameraeinstellung halt auch so quasi ist. Ich finde, dass mein Gesicht jetzt auch mit dem Augen-Make-up richtig strahlt. Ich habe jetzt auch nichts an meiner Base oder so verändert. Also das ist die Base, die ich jetzt auch in den letzten Videos immer drauf hatte. Aber jetzt so, ich meine ja, jetzt kommt die Sonne auch noch raus, aber in Kombination mit diesem Augenlook und allem, das gefällt mir richtig gut und ich fühle mich gerade pudelwohl und ja, ne? Denk an die Verlosung. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!